Hey, ihr brutalen Ingenieure, willkommen zurück zu Amnesia Rebirth. Es geht weiter hier bei der komischen Apparatur und Leon de Vries ist uns immer noch auf den Fersen. Dieser widerliche, ekelhafte Ghoul. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt hier durch, ohne dass er uns wieder auf den Fersen ist. Oh mein Gott, das sieht so brutal aus hier alles. Da komme ich doch niemals durch hier. Niemals komme ich hier durch. Warte mal, ich guck mal, ob ich da irgendwie... Kann ich da noch irgendwas an der Apparatur machen? Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wie immer, liebe Leute. Das ist mir ein Festchen. So, was passiert jetzt? Laufen jetzt die Gitter hier, also diese Käfige hier durch, oder wie? Irgendwas muss doch jetzt geschehen sein, wenn ich die Hebel umlege. Ah. Es bringt nichts, den zu schubsen. Ah, warte mal. Alles klar, ich kann das Ding bewegen zumindest. Okay, das sah jetzt irgendwie komisch aus, aber es hat funktioniert. Ich habe das Teil blockiert. Oh, scheiße. Oh, nicht Leon, bitte. Ah, ich hab's gewusst. Stirb, Leon! Alter! Oh nein! Nicht rückwärts! Oh, verdammt nochmal! Hier passiert aber auch immer solche Sachen, kann das sein? Oh mein Gott. Ich bin nicht. Was? Ich bin nicht. Verlassen Sie mich nicht. Leon thinks we should leave you. Leon is right. I'm just slowing you down. What did I say about self-sacrificial bullshit? We're not going to give him the satisfaction. You hear me? Hank. I hear you. Oh nein. Also. Ist mir egal, wenn es dir leid tut. Oh Mann. Also Hank hat es wohl auch irgendwann erwischt, ja? Kann ich das so sehen? Oh mein Gott. It's all right. He won't bother us. Not now. Let's get out of here. Ja, jetzt vielleicht nicht, aber später. Don't think about it. Don't think about it. He's behind us now. He doesn't matter. Ich hoffe, das ist die Wahrheit. Und sie redet sich das nicht ein. We just need to get this canister into the machine upstairs. Then we can leave. Stimmt, habe ich schon ganz vergessen. Wir brauchen ja die beiden Vitae-Behälter, die wir haben, und die können wir oben in die Maschine packen. Oh Mann, hier ist wieder so dunkel. Was für eine Säule hier. Komm ich da vorbei? Oha. Ist ja keine nette Gesellschaft hier. Oh. Das ist eine Leiter, okay. Uiuiui, Leute, dieses Spiel, ne? Es wird immer besser. Irgendwie, also so vom Horroraspekt, von wegen, es ist kein Horrorspiel. Am Anfang okay, es war ein bisschen mystisch, ja, war ein bisschen gruselig alles, aber jetzt ist es halt wirklich Hardcore-Horror, finde ich, mit diesen Viechern.
Und jemand hat auch erwähnt, ja, es ist halt kein Dead Space. Der einzige Horror, den man da hat, dass die Viecher auftauchen und einen sofort angreifen. Es hat schon was von Dead Space, wenn ich mir die mal so angucke. Die sehen aus wie Necromorphs, die Ghule. Zumindest teilweise. Ich kann mir vorstellen, für eine schwangere Frau, also... Ich will jetzt nicht wieder anfangen mit der emotionalen, sentimentalen Ebene. Aber für schwangere Frauen ist es halt echt krass. Alleine durch die Schwangerschaft hat man, glaube ich, so viel weniger Sauerstoff zur Verfügung, weil ja auch viel fürs Kind drauf geht und Energie generell. Also man ist viel kurzatmiger. Das kann man sich jetzt nicht vorstellen, als wenn man zum Beispiel einen dicken Bauch hat als Kerl. Das ist ganz was anderes, weil dein ganzes System, deine ganzen Organe funktionieren eben anders, sind auch beiseite gequetscht. Also die rutschen halt alle an eine andere Stelle. Also es ist nicht vergleichbar mit etwas Bauchspeck, will ich sagen. Also ich habe auch Bauchspeck und ich würde niemals sagen, es ist so, als wäre ich schwanger und es ist ja auch so beschwerlich. Nee. Ich dachte, das wäre ein Faden oder so. Oh, das Öl ist gleich schon wieder leer. Oh, da sitzt er wieder. Hier, Sterling. Alter. Das ist aber auch schon eine Plagerei hier mit den ganzen Viechern. Was auch immer das hier war. Huch. We're safe. We're away from him now. Das Komische ist, ich habe die Dinger auch noch nie im Licht gesehen. Vielleicht trauen die sich ja auch nicht ins Licht, oder das ist halt was sie überhaupt nicht abkönnen. Oh Mann, die arme Sau, ey. Hä? Was war das? Ich mach die Türen mal lieber zu, hä? Alter, was? Mach sie mal lieber auf. Dass ich im Notfall da hinten reinrennen kann und die Tür zumache. Oh, wie er aussieht, der arme Kerl, ne? Oh, Kacke, ey. Oh. Zum Glück sind wir gleich wieder draußen hier. Im Licht. Geht denn ihr Puls so ein bisschen? Wir sind doch hier im Licht, ist da alles gut? Nicht, dass er da unten jetzt rumspringt oder so, Leon. Und uns doch irgendwie hinterherkommt. Habt ihr das gehört? Oh, Kinder, ich krieg hier Zustände. Oh. One, my dearest. Ach nee, ich würde gern wissen, was sie hatte. Was, Mörderin? Ich habe das Achievement Mörderin bekommen. Ich bin keine Mörderin. Oh shit. Oh, Fleisch. Nee. Oh fuck. Ah. Oh nein. Ha. Ist das die Mutter? What? Oh. It's you. Kann es sein, dass sie immer stofflicher wird? Und nicht nur so ein Schemen? Am Anfang war sie ja so ein ganz durchsichtiges... Are you there, little one? I hope you're all right. I need to...
need to find another way back to the portal. Ich dachte es mir fast schon. I have no idea what we did to deserve all this bullshit. Ah, geh doch. Bevor er wirklich alles einbricht. Au! Oh nö. Du ekelhaftes Fleisch. Dieses meaty Bullshit. Streichhölzer. Ah! Jetzt geh doch weg, du. Oh wow, das ist die Höhle mit den riesigen Statuen. Die ist komplett eingeschüttet. Oh. Wo man überall Streichhölzer noch findet. Ah, nein. Nein, 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 nein. Das widerliche Zeug hier. Oh. Oh, und ihre Arme sehen richtig scheiße aus gerade. War ich ja schon mal? Ah ja, hier war ich schon mal. Nein! Nein, wisst ihr, was das für eine Tür ist? Die war vorher zu. Und dahinter haben wir das Riesen... Also die sind nicht Riesen, aber wir haben den Schatten gesehen, das Vieh, das gerade gefressen hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau ist oder nicht so schlau. Ist das ein Gladius? Nee. Oh, das ist doch ein römischer Helm. Bah. Kann ich mir wenigstens so Knochen nehmen und mich verteidigen damit? Also der ist schon ein bisschen länger tot gewesen eben. What do you see? It's dark, Mama. It's so dark. Ach, scheiße. Dann hat sie das wohl... Es war nicht plötzlich, dass sie gestorben ist. Das hat sie wohl länger gehabt schon. Die arme Alice. I'm not sure about this little one. She led us this way. I just hope there's another way back to the portal through here. Ja gut, ich meine, es gibt sonst keinen Weg hier raus. Offensichtlich. Oh, was ist das hier, so ein Schmuck? Wer weiß, wie viel das alles wert ist hier. So alleine an kunsthistorischem Wert ist es wahrscheinlich unermesslich. Was hier alles rumliegt. Fleisch. Ah nein. Immer im letzten Moment geht diese blöde Funzel aus hier. Die Streichhölzer. Ach nee. Ihn doch schon wieder. Dreckscool. Da ist wieder ein Loch. Tja, hier geht's wohl nicht zurück. Ah. Ist gekrabbelt die ganze Zeit wieder.
Hier gibt's auch keinen Ausweg, oder? Ah. Nicht, dass jetzt was passiert, wenn ich diese blöde Tafel lese. Man kennt's ja, ne? Das sind die sieben Herrscherinnen aus Ur-Nayas Linie. Ur-Naya, die vereinende erste Herrscherin. Ihren Seestern, Speer der Inseln. Takimira von den singenden Reben. Taragna, die Erbauerin. Taragna, ja. Marei Steinherz. Die hat keinen Beinamen. Gesegnete Atua mit der goldenen Hand. Litana, die letzte und ewige. Litana, Tihana. Ey, gleich kommt doch wieder was hier reingestürmt, ich weiß es. Alter, diese Stacheln. Schau euch diese Stacheln an. Vielleicht sollte ich jetzt lieber flitzen, ha? Huh? Okay, es geht nicht wieder zu. Es geht wieder zu. Scheiße. Oh. Oh nein. Gott. Oh mein Gott. Lass mich raten, irgendwas macht hier gleich Krach und dann wacht das Vieh auf. Oh nein! Sind hier noch mehr? Ah, scheiße! Oh. Die Mutter leitet mich. Ah, scheiße. Mich raten, wenn ich jetzt die ganze Zeit... Oh! Scheiße! Wie soll ich da vorbeikommen? Ah nein! Ah, scheiße! Geh weg, du Ekelhafter! Nein, 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 nicht schon wieder! Ach komm schon, ich komme nicht weg! Ah, das ist doch scheiße! Das ist scheiße! Ah. Ach komm, was soll ich denn machen? Das ist doch gemein, dass du nicht mehr wegkommst aus der Ecke, wenn das Vieh dich einmal hat. No, no, I'm not going to turn into Leon. Das wird immer schlimmer, oder? Oh, Kacke. Bin ich denn jetzt gelandet? It's okay.
Es ist nicht okay. Oha. Wie ist denn jetzt gelandet? Warte mal, ich muss leider noch mal kurz gucken, wo ich jetzt hingegangen bin. Irgendwas ist hier nicht richtig. Ah, das ist doch scheiße. Wenn man irgendwo in der Ecke sitzt, du kommst nicht mehr raus, weil das Vieh so viel Platz einnimmt. Ah, okay, hier war das. Ja, ja. Wow. Mich echt riechen? Oh shit. Oh. Ey, das ist doch Kacke. Wie soll ich jetzt hier wegkommen? Leck mich doch. Leckt mich doch ernsthaft. Ich weiß nicht mal, was gerade ist. Ich schätze mal, es war hinter mir. So ein Kack, ne? Das macht mich halt echt sauer, dass man nicht mal mehr entkommen kann, weil das Vieh einem den Weg versperrt. Wenn ihr irgendwo in der Ecke sitzt, ist vorbei. Sorry für den Ausbruch, aber das macht mich... Ach. Ah. Ja, 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 ja. Öl habe ich noch. Ja. Nicht mehr viel. Oh. Bips. Dass sie überhaupt noch so krabbeln kann mit dem Bauch, ne? Erstaunlich. Oh, mir geht die Streichhölzer aus. Was zu lesen? Oh, was zu lesen mal wieder. Lysingert. Kundi forget my name just there. Writing it down. Leon. It's Leon. Leon de Vries. From Cape Town. Father, Charles. Mother, Ulsa. Gold mining job. Putting in sheets. Upping the yield. Streamlined. Efficient. Making the lazy bastards work for a change. Crash in the desert. Bunch of upper class beer cops. Fucking crazy shit. There was a ghost. I think there was a ghost. Maybe dreaming it. A breaking face. Split in two. Vines. Vines everywhere. Fucking French butch Tarsi. She only had to do one fucking thing. Her fault. Her fault on losing it. She killed us all. Was? Warum soll Tarsi an allem schuld sein, bitte? Sie hätte nur eine Sache tun sollen.
glaube ich jetzt irgendwie nicht. Warum soll Tasi an allem schuld sein? Hat sie irgendwas Schlimmes getan? Wer weiß, wie lange das schon her ist, ja? Oha. Ich halte mal lieber den Kopf ein bisschen unten. So ein bisschen Angst, dass die wiederkommen, diese blöden Ghule. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Das ist einfach nächstes Mal, Leute. Ich habe keinen Bock mehr. Diese blöden Ghule. Ich will nicht mehr. Ah, lasst mir was Schönes da. Like das Video und schreibt mir die Kommentare, wie ihr es findet. Ich find's gerade ein bisschen zu krass. Also das muss ich nicht haben jetzt. Das ist nee. Nee, Eggert, nee. Danke fürs Zusehen. Tschüss, macht's gut.